Hallo zusammen, hier die nächste Aufgabe, heute zum Thema Kostenfunktion. Wie immer könnt ihr jetzt das Video anhalten, um die Aufgabe selbst zu lösen. Kommen wir zur Lösung. Als erstes ist nach dem Beschäftigungsgrad gefragt. In der Aufgabenstellung sehen wir, dass gerade 17.500 Stück produziert werden und dass es eine Kapazitätsgrenze von 32.500 Stück gibt. Damit kommen wir zum Beschäftigungsgrad. Er berechnet sich aus Ist-Kapazität geteilt durch die Gesamtkapazität, in unserem Fall 17.500 geteilt durch 32.500, ergibt 53,85%. Als nächstes ist der Gewinn an der Kapazitätsgrenze gefragt. Der Gewinn berechnet sich aus Erlös minus Kosten. Welchen Erlös erziele ich an der Kapazitätsgrenze? An der Kapazitätsgrenze produziere ich 32.500 Stück. Diese kann ich verkaufen zu einem Preis von 5,40 Euro. Dementsprechend 32.500 mal 5,40 ergibt 175.500 als Erlös. Welche Kosten habe ich an der Kapazitätsgrenze? Zum einen habe ich die Kosten von 73.500 bis 17.500 Stück und zusätzlich kommen noch 45.000 Euro dann dazu bis zur Kapazitätsgrenze. Das heißt, ich habe Kosten von 118.500. Erlöse minus Kosten ergibt einen Gewinn von 57.000 Euro. In Frage C geht es um die variablen Stückkosten. Wie kann ich die variablen Stückkosten berechnen? Ich habe an der Kapazitätsgrenze 45.000 Euro mehr an Kosten als bei 17.500 Stück. Wie kommen diese Kosten, diese zusätzlichen Kosten zustande? Die Fixkosten habe ich vorher schon und ich habe sie nachher. Also kommen diese Kosten zustande aufgrund der Differenz der Stückzahl. Das bedeutet, ich kann hier bei den variablen Stückkosten die 45.000 Euro nehmen und das ist genau das, was die Differenz dieser Stückzahl kostet. Dementsprechend kann ich dann hergehen und die 32.500 Stück minus die 17.500 Stück rechnen. Dann weiß ich, dass diese 45.000 Euro aufgrund der 15.000 Stück entstanden sind und ich bekomme variable Stückkosten von 3 Euro pro Stück heraus. In Frage D wird nach den fixen Gesamtkosten gefragt. Hierzu kann ich mir die Kostenfunktion ausstellen. Gesamtkosten sind fixe Kosten plus variable Kosten und die variable Kosten setzen sich wieder zusammen aus den variablen Stückkosten und der Menge. Nehmen wir das für 17.500 Stück, dann wissen wir, die Gesamtkosten sind 73.500, die Fixkosten haben wir nicht, die variablen Stückkosten sind 3 Euro und die Stückzahl sind 17.500. Das in die Formel eingesetzt, seht ihr hier. Dann 3 mal 17.500 ergeben 52.500.
Die 52.500 kann man auf die andere Seite bringen, indem man sie subtrahiert. Also 73.500 minus 52.500 ergibt die 21.000 für die Fixkosten. Teilaufgabe E. Um wie viel kann der Verkaufspreis vermindert werden, ohne dass das Unternehmen bei der derzeitigen Beschäftigung Verluste erwirtschaftet? Die derzeitige Beschäftigung ist 17.500. Wir haben vorher die Stückkosten ausgerechnet und wir haben vorher die gesamten Fixkosten ausgerechnet. Jetzt kann ich hergehen und die Fixkosten auf die Stückzahl umlegen. Das heißt, 21.000 Euro auf 17.500 umgelegt, bedeutet geteilt durch 17.500, ergibt 1,20 Euro fixe Stückkosten. Damit kann ich die Stückkosten gesamt ausrechnen, aus den Stückkosten variablen und aus den Stückkosten fix. 3 Euro plus 1,20 sind 4,20 Euro. Das kostet mich bei der derzeitigen Beschäftigung die Herstellung eines Stücks. Wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt gerade einen Preis habe von 5,40 Euro, nachher einen Preis benötige von 4,20 Euro, weil das sind meine Kosten, die ich decken will, dann kann der Preis um 1,20 Euro gesenkt werden.